Gut, Hast du eingeklatscht. nochmal imaginäre Fliegen gefangen oder was? Ja, ich bin hier so eine Art imaginäre Venusfliegenfalle. Also manchmal bin ich sogar marginär. Lass mich in Ruhe. Kommentier das nicht, sag nichts dazu. Mach einfach nur dein Ding, sauf dein Bier. Ich Apropos, hab links oder keins. rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Ich nehme definitiv das Ist mir scheißegal, links oder rechts, sagst du jetzt. links. Nein, das kann ich nicht aus der Wieso kannst du Flasche. das Weil nicht? das Hefe ist, das trinke ich nicht aus der Flasche. Ja, aber ich trinke es aus der Flasche, oder Ja, was? deswegen. Ach, von mir aus, mir ist das alles scheißegal. Ah. Was kriegst denn du, Vater? Ah. Alter Vater, Exportbier. Liebe Freunde, wir sind's, Erik und Tobias. Hier, bitte bedien dich. Hefeweizen aus der Flasche, na, ich weiß nicht. Du hast es nicht schlepp. Die Biere sind ja jetzt inzwischen alle nach Haltbarkeitsdatum sortiert. Und mal gucken, ob das hier was wird. Ganz großes Kino. Oder ob ich mich dann nach 3 Minuten verabschieden muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals besser war. Ist allerdings letztes Jahr abgelaufen. Nun ja. Siehst du? Meins aus dem Januar. Zwei Pferde, das kann nur gut sein. Herbstoffensive 2023. It is das kleine Partisan nach dem großen Partisan. Ja. Die Kulturoffensive zu Weimar. Bring back the balls zu Uhrenwerk. Wir sind's. Ist eigentlich ganz cool, dass du nicht so bettlägerig wirst, dass du dir sagst, oh, das war anstrengend und jetzt fahren wir an und flennen rum und, oh, und dann ruckzuck ist Oktober. Genau. Nee. Kannst du eigentlich die 5 Wochen nach dem PSOA kannst du direkt durchsaufen Genau. und von Schlotheim nach Weimar ist es ja auch nicht so weit. Da kannst du einen gemütlichen Spaziergängerschritt kannst du dann hier rüber zu uns wanken. Und ja, es gibt ein paar Neuerungen. Also für alle, die dem Format Herbstoffensive noch nicht so vertraut sind. Kurve gerade noch mal so gekriegt. Ist eigentlich eine Covid-Geschichte gewesen bei uns. Als wir nichts machen konnten und große Open Airs durften sowieso nicht stattfinden, haben wir hier gefeilscht und gebettelt und gekratzt und gekeift, dass wenigstens was Kleines stattfinden kann. Das haben wir dann erstmal auf 2 Wochenenden mit jeweils 300 Leuten verteilt. Das war die erste Herbstoffensive mit S-Fix und den Apo-Reitern als Headliner. Und danach ist es dann mehr oder minder in die Form übergegangen, die es jetzt ist. Ja. Tickets sind auf 666 limitiert und davon sind schon 2, 3 weggegangen. Also wer kurzfristig überlegt, überlegt vielleicht zu kurzfristig, kauft euch ein Ticket. Und ansonsten befinden wir uns im wunderschönen Weimar zu Thüringen. Gepflegte Atmosphäre, freundliches Publikum, angemessene Getränkepreise. Sanfte Klänge, alles wie immer grundsätzlich. Aber zum Thema alles wie immer, das ging nicht, das ging. Spickzettel, 3 Sachen haben sich geändert zum letzten Jahr. Das betrifft wiederum alle, die schon mal da waren und hier auf vertrautes Bauen, deren Weltbild reißen wir jetzt wieder ein. Und zwar gehen wir weg von Flaschengetränken. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird es Fassbier geben. Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit wird es für euch, weil ihr dem Partisan ja dementsprechend verbunden bleibt, wahrscheinlich auch Cuba Libre geben dieses Jahr. Und große Änderung, um die Sache wetterfester zu machen, sind wir sozusagen semi-indoor. Also die letzten Jahre waren wir ja immer so mit das letzte Open Air am Platze und wir hatten eigentlich bis auf ein paar wenige Stunden, ich glaube beim ersten oder zweiten Mal, hatten wir auch wettermäßig immer ein Riesenglück. Der zweite Tag im ersten Jahr war scheiße vom Wetter her. Ja. Ansonsten war es immer cool. Und ja. Für alle Karpfenangler da draußen, ihr wisst aber, ne, wenn die Karpfensaison startet, startet auch der Nebel und die Regensaison. Und dementsprechend kann das ja gegen Ende September schon mal hart in die Hose gehen. Man soll ja sein Glück nicht herausfordern. Und da haben sich da das Gelände, ja, das ist für uns als aus Veranstalter-Sicht immer so auch ein bisschen Aufregung. Wir lieben es ja traditionell und versuchen so wenig zu ändern wie möglich. Aber das Coole am Uhrenwerk ist doch, dass das Gelände auch so jährlich immer ein Stück weit anders aus, weil der Besitzer auch ein absoluter Werkler ist und ständig irgendwas rumtüftelt und irgendwie bastelt und das ist schon cool. Und Letztes Jahr standen einfach 3 Stöcke Bienen neben der Bühne. Das haben wir auch halt nicht alle Tage.
Genau, und demzufolge sind die Voraussetzungen für uns, die ist halt ein Stück weit anders, dass wir die Möglichkeit machen können, das Ganze indoor zu veranstalten. Und dann nutzen wir das. Aber nicht im Club, also Uhrenwerk als Club gibt es ja als solches auch, haben wir auch schon ein paar Konzerte drin gemacht, sondern wenn ihr sozusagen früher frontals auf die Bühne geguckt habt, hattet ihr so hinten links sozusagen so eine große, ich möchte jetzt nicht sagen Werkhalle, aber eine große Lagerhalle. Und da werden wir reingehen, werden das Tor sperrangelweit aufmachen, sodass ihr weiterhin nach draußen pilgern könnt, könnt in Ruhe eine durchziehen, könnt euch unterhalten, könnt ein Getränk nehmen, bla bla. Also wir sind überdacht, aber trotzdem sind wir luftig. Genau, das Ganze wird natürlich ein bisschen schön gemacht von uns, wie ihr es von uns gewohnt seid. Das wird lustig abgehangen, möglichst dunkel, auch das seid ihr von uns gewohnt. Die Bühne als solche wird drinnen wieder sein und ich glaube, das wird eine richtig coole Nummer. Und ja, ich freue mich drauf. Schön, Tobi freut sich drauf. Da ist Ja, er ja schon mal einer. reicht ja. Ja, und dann grundsätzlich, wie gesagt, wer mit dem Konzept nicht so vertraut ist, wir sind normalerweise immer mit ein paar Auflockerungen im Programm, sind wir bei sechs Bands pro Tag. Sind Richtig. sechs Bands pro Tag und sind am Freitag in der Ausrichtung her eher Death Metal lastig und am Samstag bzw. Sonnabend, wie das hier heißt, eher Black Metal lastig. Wie gesagt, mit ein paar Auflockerungen, um das nicht zu verquert dazu gestalten. Und auch da ist dieses Jahr dann noch hintenrum sozusagen ein bisschen was passiert. Und ich würde sagen, wir starten sozusagen unten in der Flyer-Riege und arbeiten uns nach oben durch. Ist dir das genehm? Du sagst an und dann reden wir. Nightbearer. Das ist auch so eine Band. Da hat er erstmal recht, ja, Mann. Cheers to that. Ist ja ein bisschen so in der Tradition der coolen Underground-Opener aus Deutschland. Bei der Herbstoffensive 2 hatten wir die jungen Chaoten von Wild, die jetzt 3 Jahre später oder dann 4 Jahre später quasi auf dem Partisan 2024 zu finden sein werden. Dann hatten wir 2023 am Samstag Opener Horesk aus Mainz. Die Auch cool. und dieses Jahr stehen da so ein bisschen Nightbearer und sicherlich die Band, über die wir dann danach reden, wenn du das so vorgehen willst, zu Pate. Nightbearer kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe die Jungs nie live gesehen. Ich hatte noch nicht so elend viele Berührungspunkte mit denen, außer natürlich, dass ich die Musik halt schon mal gehört habe. Ist cooler. Death Metal, schon auch oldschoolig, aber hat so ein, man sagt da ganz leicht immer Göteborg-Kante, wenn es darum geht, dass es, weil es halt klassische End-90er Melodic Death-Einflüsse hat aus Schweden. Wobei ich mit Göteborg da ehrlich gesagt echt vorsichtig bin, weil dann alle immer gleich liebliche Gitarrenharmonien aus dem Hause in Flames vermuten. Das ist bei Nightbearer schon eigentlich wesentlich straighter und erinnert eher an so Bands wie Gates of Ishtar oder Ablaze My Sorrow, wenn sie zackig waren und ziemlich cool gemacht, definitiv melodisch, aber immer noch mit einem ordentlichen Oldschool-Punch. Es ist eine ordentliche Portion Bloodbath mit dabei. Genau, Das könnte das man so ist sagen. genau und das ist die andere Seite. Es hat halt auch eine kernige Rhythmusarbeit, die das Ganze sehr, sehr cool machen. Zwei Alben über Testimony Records: Tales of Swords and Sorcery und Nightmares of a Ghost to Come. Nee, aber so ähnlich. Ghosts of a Nightmare to Come. Nee, Ghosts of to Come und Tales of and Death, ich weiß es nicht mehr Ghosts genau. of a Darkness to Aber Come. Darkness to Come, Und Tales Mensch. of Swords and Death and Swords. Ihr Wir Ficker, fragen sie. Alter, wenn, Wir wenn die das Video fragen sehen, freuen sie sich bestimmt. Ich habe die tatsächlich schon einmal live gesehen, Ich in nicht. der Goldgrube zu Kassel mit besagten Wild und Deserted 4, das war Death Metal Overdose. Ist eine coole Live-Band, gibt auch die ein oder andere nicht zu pannige, aber mit Augenzwinkern gemeinte Ansage, was die Mucke, die durchaus brachial ist, schön auflockert. Und wie beim Thema Wild bin ich gespannt, was da noch so kommt und ob wir die dann vielleicht später auch nochmal durch den großen Wolf leiern können. Ich würde mich freuen, gebt euch halt mal ein bisschen Mühe. Okay.
Ansage. So sieht es nämlich aus, mein Freund. Und damit gehen wir direkt rüber und dann schaust du mir mal deinen Bildschirmer. Das meinte ich, das ist auch noch so die andere deutsche Underkanone. Auf Bitchhammer habe ich, jetzt, bevor wir uns ja nicht, dass ich Ärger kriege im Nachgang, habe ich. Da, sehr gut. Da habe ich nie so viel Hoffnung für gehabt, weil es hat alles ein bisschen gedauert. Und ich glaube, irgendwann meine EP in die Hände gekriegt zu haben, wo ich dachte, naja, das ist alles ganz nett. Viel Thrash Metal. Damals wirkte das Ganze auch noch ein bisschen angeschwärzt, wobei ich der Meinung bin, das ist irgendwie raus. Das ist eigentlich lupenreiner klassischer Thrash Metal. Bevor das negativ rüberkommt, das 2019er Debütalbum Offenders of the Faith ist bockstark geworden. Viel, viel besser, als ich das dachte, dass die in der Lage sind, das zu machen. Dann habe ich es auch noch live gesehen in Jena bei. Und auch das war eine erschreckend runde Sache, bis auf das. Das ist auch wieder super persönlich. Aber so geht es um Fußbekleidung? Nee, ja, und auch, ja. Weil da war ja keine. Aber der Klampfer hat die Art und Weise, wie der Gitarre spielt. Das hast du mir an dem skurre. Abend erzählt und zweimal hinterher noch. Das lässt sich anscheinend nicht los. Ja, er spielt speziell Gitarre und ich glaube, er oder der Basser trägt auch keine Schuhe dabei. Das war auch der Klampfer. Auch das hat dich berührt. Die sind ja schon seit 2008 oder 2009 unterwegs und in Leipzig so ein fester Bestandteil dieser Szenerie. Hier hat es bisher noch relativ selten gefruchtet und es war auch tatsächlich in Jena das erste Mal. Ich glaube, ich habe die sogar dahin gebucht. Wer hat denn da noch gespielt? Doch, natürlich habe ich das gebucht. The Terrifying Parasites. Das stimmt. Und Cryptic Brood. Auch das stimmt. Na naja, gut, seitdem ist viel Wasser der Saale runtergeflossen. Ich bin auch nicht mehr der Frischste im Hirn, also sowieso nicht. Okay. Ich fand das eine coole Nummer, weil ich auch eine nicht so hohe Erwartungshaltung daran hatte, um ehrlich zu sein. Und dann hat mich das aber eigentlich ziemlich abgeholt. Ich stehe auf Wortspiele und ich fand Offenders of the Faith damals schon einen geilen Albumname. Respekt. Ach, halt's Maul. So, dann haben wir einen Export aus dem Ostblock auf jeden Fall zu vermelden, bei dessen Dasein, dessen langfristig gebuchtes Dasein bei der Herbstoffensive im späteren Sendungsverlauf hier sich noch als Glücksgriff erweisen sollte. Und zwar Witchmaster aus Polen. Der Name Tomasz Rzeczek sollte jeden Veranstalter in Deutschland, der mal irgendwie eine Tour von Massive Music oder irgendwas gebucht hat, ein Name sein. Denn der gute Mann ist prinzipiell immer Tourmanager. Auf jeden Festival, auf jeder Tour oder irgendwas, wo Massive Music draufsteht, wirst du den antreffen. Ist ein super netter Zeitgenosse und passenderweise auch noch Instrumentalist. Und die Band, die gibt es ja auch schon ewig. Seit Mitte der 90er. Er selber ja auch gespielt damals bei Vader, bei Christ Agony, Azaraf. Und bei Azaraf hat er anscheinend jemanden kennengelernt, den er dann gleich noch mit rübergenommen hat, der ansonsten bei einer eher unbekannten polnischen Band namens Behemoth spielt, und zwar so einen guten Mann namens Inferno, der da grundsätzlich albentechnisch die Kessel rührt. Ob der live dabei sein wird, ist im Moment noch ein bisschen unklar. Da hat auf jeden Fall haben die ein dauerhaftes Substitut. Sozusagen, wenn Behemoth mal wieder auf Welttournee sind, dass die Band trotzdem praktizieren kann. Ich dachte, der alte Lost Soul Drummer. Das hat er bei Azeroth, glaube ich, auch genauso gemacht, weil da war es auch eine ähnliche Geschichte. Da hat er ja auch ewig Schlagzeug gespielt, aber aufgrund der vielerlei Verpflichtungen war er nicht dabei. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da ist es ähnlich. Und er spielt bei Witchmaster auch Klampfe mittlerweile. Ah, siehst du. Ja, und ansonsten sind das natürlich alles alte polnische Szene-Veteranen, ja. Szene-Säcke.
muss man sagen, die extrem viel auf der Habenkante. Und es ist geil, also Witchmaster gibt es wirklich schon ewig. Mein erster Berührungspunkt war das 2002er Album Masochistic Death Worship. Und das war richtig gut. Es ist super ugly, black and thrash, aber auch nicht so, also es hat nicht viel Aura Noir, sondern geht mehr in die polnische Geschichte. Ist ziemlich herb, ziemlich fies. Hat auch so eine hochblasphemische Kante, die, ja, wie man es bei Polen gewohnt ist, extremst unlustig wirkt, aber super, super fesselt. Und ja, die haben mittlerweile auch schon wieder 2022 ein neues Album rausgebracht namens Kassen. Über Agonia. Und finde das krass, weil das sind halt wirklich Leute, die echt viel zu tun haben, in tausenden Bands sind, aber diese Band nie aufgegeben haben. Und zumal Witchmaster nie mehr war als so ein Underground-Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob mein Verdauungssystem das so mitmacht. Das weiß ich einfach auch nicht. Deswegen ich moderiere dann von Toilette aus. Das ist eine coole Nummer. Ich bin gespannt, wie das live wird. Kann eigentlich nicht schlecht werden. Musikalisch gibt es das her. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ich glaube, das haben noch nicht viele live gesehen. Mhm. Häufig waren die nicht unterwegs. Nee, ja. Überhaupt nicht. Also wir übernehmen jetzt sozusagen für die nächste Band, übernehmen wir viele Blöcke aus dem Witchmaster-Portfolio sozusagen. Wir übernehmen 6 Alben auf der Haben-Seite. Wir übernehmen letztes Album 2022. Polen übernehmen wir sowieso. Und dann hören wir aber auch auf damit. Und zwar In Twilight's Embrace. Hatten wir bei uns auch schon, und zwar in derselben Location, auch Open-Air-Geschichte, und zwar hatten wir mal ein Mika-Konzert gemacht mit In Twilight's Embrace, Nornia, da waren noch die drei, oder? War noch jemand? Die drei. Das war auch eine sehr runde, sehr coole Nummer, und die Band hat eine krasse Wandlung hingelegt. Also grundsätzlich erstmal sind sie ein bisschen jünger als ihre Landsmänner, vom Alter der Mitglieder und vom Bandalter her sowieso, seit Mitte der 2000er am Stissel. Waren die am Anfang, na Alter, man muss auch mal hier ein bisschen, yeah. Du weißt schon, wir gehen mit der Zeit. Bring's rein. Yeah. To word from the street. Top notch, die Mucke. Und wenn wir bei State of the Art Black Metal sind, können wir davon sprechen, dass die früher mal was ganz anderes gemacht haben. Und zwar haben die metalcoreig, melodeffig eigentlich angefangen und haben sich aber über ihre 6 Alben eigentlich straight in Richtung Black Metal entwickelt. Und die haben damals bei der Mückler Show haben die einfach gut abgeliefert. So, und als dann die Sprache darauf kam, was wir machen können, um den Freitag ein bisschen flockiger zu gestalten, ein bisschen lockerer zu gestalten, haben wir gedacht, naja klar, warum denn nicht? Ist eine verdammt geile Liveband. Ja. Das sieht, klar, das hat viele atmosphärische, klassische polnische Black Metal Einflüsse mittlerweile drin. Der Death Metal ist ja im Laufe der Zeit immer mehr in den Hintergrund getreten. Ist nicht so, dass das radikal geändert wurde, sondern über die 6 Alben und mehr als 20 Jahre kam das relativ fließend. Ich kann mich erinnern, dass das 2015er Album The Grim Muse war schon eine sehr, sehr coole Mixtur aus Black und Death. Hat mich damals, mein erster Berührungspunkt, ziemlich erwischt. Fand ich sau cool. Mittlerweile ist es kaum noch Death Metal. Ist eigentlich wirklich lupenreiner Black Metal. Sehr, sehr cool gemacht. Atmosphärisch ohne Ende. Die können Songs schreiben. Und ja, das sieht richtig gut aus. Ich bin gespannt, wie das mittlerweile ist, weil das letzte Album habe ich auch noch nicht gehört. Ist mir nicht zu Ohren gekommen. Lifeblood. Aber ja, das wird 1000%ig funktionieren. Ja, auf jeden Fall, davon gehe ich aus. Das soll es mit unseren beiden polnischen Importgütern gewesen sein. Und dann bewegen wir uns weiter. Oh, ich trinke lieber Bier. Ins sonnenverwöhnte Italien. Zu meinen kleinen Chaotenfreunden von Hierophant. Ja.
die hatten wir ja in umgekehrter Reihenfolge sozusagen. Die hatten wir erst auf dem Partisan, das ist auch schon ein paar Jahre her. Da hatten sie, glaube ich, weil diese so im Booking-Prozess relativ kurzfristig irgendwie noch reingerutscht sind. Das war wiederum über die Connection, weil der Fabio, der da Bast, wiederum bei Blood of Seclusion auch gespielt hat, die das Jahr vorher da waren, was ziemlich cool war. Ich glaube, die Band gibt es ja nicht mehr so richtig. Mhm. Und er hat gesagt, hier, ich bin jetzt noch in einer etwas abgespacederen Band, zieht ihr das doch mal rein. Das war gerade, da hatten sie gerade ihr Masgrave-Album draußen, das, was ich sehr, sehr geil fand und immer noch finde. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Es ist aber nur noch auf der Ten Stager Samstags Opener verfügbar, nach den Frühschoppen-Bands. Und auch da haben die gnadenlos überzeugt und ziemlich abgeräumt. Mir wurde dann noch die fragwürdige Ehre zuteil, dann nochmal 3 Wochen auf Tour mit denen zu sein. Die sind, wie wir in München waren, am Backstage, sind die aus dem Bus rausgesprungen, um hier in München großes Bier, um sich hemmungslos wegzuballern. Keiner wusste Bescheid ansonsten im Bus, wo die sind, bis irgendwann in der WhatsApp-Gruppe ein Bild kam. Da sind sie in irgendeine feministische Internetfreiheitsdemo / irgendwas reingeraten und ich habe nur die Typen gesehen, umringt von lauter zarten Mädels mit einem Schild, wo drauf stand: Destroy my pussy, not the Internet. Ja, sie haben dann im Backstage noch eine Städtischlampe geklaut, alles was man halt so braucht. Und auch eine Band, die eine krasse musikalische Entwicklung so hinter sich hat. Das ist 5 Alben und das war am Anfang mehr oder minder Hardcore, könntest du fast sagen. Ich hasse solche Bands, weil die so schwer zu kategorisieren sind. Und ich hasse es, weil ich persönlich versuche, sofort Musik immer in Kategorien zu einer, um es mir einzuteilen, nicht um ihn unbedingt eine Schublade zuzuordnen, sondern ganz einfach, damit ich es greifen kann. So, und die machen es schwer. Es ist irgendwie Sludge, wobei es nur extrem kurze Songs hatten, also zu Beginn. Jede Menge Hardcore, da kam die Band her. Ja, es hatte immer schon was Mysterisches und ziemlich Derbes. Und das Wort mysterisch, existiert das? Oder meinst du mysteriös? Nee, ich meine mysterisch. Okay, gut. Ja, und hat auch immer, weil es halt so fies nach vorne war, hat es grindige Bezüge gehabt. Das wurde durch, also gerade mit dem Einstieg von Fabio, immer schwärzer. Dann war es irgendwie eine Mixtur, also zum Masgrave-Album, wo du echt sagst, irgendwie ist es eine Mischung aus apokalyptischem Grind und Black Metal. Und mittlerweile ist es eigentlich ein ziemlich faszinierender und herber Black Death-Hybrid, der musikalisch vielleicht dadurch nicht mehr ganz so sehr raussticht, aber überzeugt. Und die sind auch sehr hart unterwegs dieses Jahr. Also die letzten beiden Alben kamen ja so beim Sublabel von Season of Mist raus, und zwar bei Season of Mist Underground Activists. Yes. Und bei Masgrave waren sie schon gut unterwegs, aber bei diesem Album musst du wirklich sagen, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch mal zu Hause sind. Also die haben an Open Airs und Festivals und Clubs und generell allem in den letzten 12 Monaten gefühlt komplett Europa bespielt. Deswegen hat es mich eigentlich ganz gefreut, dass wir die auch noch mal hier in der Ostzone holen können. Sind die prinzipiell unterwegs? Oder? Die sind unterwegs. Also wie meinst du? Na, für uns oder kommen die da extra? Die kommen extra. Die kommen extra und spielen, glaube ich, auf dem Weg, also auch am Freitag die Band. Und ich glaube, auf dem Samstag auf dem Rückweg haben sie sich da noch irgendwas in Norditalien oder irgendwo noch reingepresst, damit sich die Nummer rund für die ausgeht. Aber ja, grundsätzlich kommen die für euch. Cool. So, damit können wir einen Haken an Herofant dran machen und kommen damit es geht zu gut aus mit den 35 Minuten. Einigen. Ja, das wird. Wir gehen jetzt gleich zu Mittag, Tobias. Wir haben noch ein paar Minuten. Das ist egal. Ich sitze hier. Haben wir schon fast der Hälfte. Ja. Bier ist da, wir quatschen. Das geht's. Bierbands Belgien. Bierbands Belgien. Bierbands in Belgien, genau. Sie hauen ja nicht nur alles Mögliche dort in ihre seltsamen Getränke rein und trinken das aus irgendwelchen Cognac-Schwenkern und nennen das irgendwie Braukunst, sondern zurzeit sind sie ja tatsächlich auch relativ gut vertreten, was so die neue Charge der geilen Mucke angeht. Carnation, Butcher, Schizophrenia. Schizophrenia spielen bei uns. Du darfst jetzt was dazu sagen. Let it go!
Ich habe vergessen, dass die bei uns spielt. Ich überhaupt nicht auf dem Job. Was für ein kleines Arschloch. Okay. Ja, ich würde nicht auf dem Job. Das habe ich hier da hingeschrieben. Bin ich immer gespannt, über was wir reden, was ich dazu sage. So, Schizophrenia. Ja, ist aber gut. Ich habe die dieses Jahr live gesehen. Da können wir doch quatschen. Diese hyperaktiven Mixtur aus Death und Thrash mit einer wahnsinnigen geilen 80s Attitüde ist eine sehr, sehr geile Band. Verdammt cool live. Die erinnern mich von der Dynamik und von diesem Herzblut, das auf der Bühne ausgekotzt wird, sehr an ihre Landsmänner von Evil Invaders in Frühzeiten. Ist das Evil Invaders? Ja, auch Evil Invaders, kann man es belgen, das ist richtig. Yes. Sind nicht ganz so im die haben kein Touch zu 80er Jahre Speed Metal, sondern mehr halt Black und Death, irgendwie eine Mischung aus, was weiß ich, frühe Sepultura trifft auf frühe Morbid Angel. Da irgendwie in dem Mixtur knallen die sich Songs um die Ohren. Wahnsinnig handwerklich, super souverän, sieht gut aus, hört sich logischerweise gut an. Was willst du Punch machen? Wir sind einfach in dieser hyperaktiven Erbarmungslosigkeit, die sie auf der Bühne rüberbringen, also dieses Maniac-Tum, ist es halt auch so nicht over the top aggressiv, aber halt. Nee. Es klingt ein bisschen so, als wäre der Metal noch gefährlich. Ja, wenn der Sound bei der Show einigermaßen differenziert ist, dann ist das geil. Dann räumen die ab. Das ist Musik, die funktioniert für jeden. Gibt es auch noch nicht so lange. Ist eine der ich glaube, wenn nicht sogar die jüngste Band, die wir auf dem Programm haben. 2016 war das, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Vorgängerband hieß. Wenn ich recherchiert hätte. Wenn du recherchiert hättest, hättest du das wahrscheinlich mit drauf. Haben auch nur ein Album bis jetzt drauf, Revelations of the Insane. Mal gucken, was sie draus machen. Cover-EP haben sie, glaube ich, noch gemacht und das war's. Ja, das läuft nicht unter Album bei mir. Nee, ist ja auch keins. Tobias Gersberg, zwing mich nicht. Achso. Okay. Damit, also die stellen übrigens so die Mittelfeldauflockerung des Black Metal miesen Samstages dar. Und um da von der Auflockerung dann mal zurückzugehen ins Normalprogramm. Wir werden am Samstag auch so eine Band da haben aus deutschen Landen, die auch noch nicht so alt ist, wenn 10 Jahre noch nicht so alt sind, die so in den letzten Monaten so ein bisschen so einen kleinen Siegeszug irgendwie hatten. Ich glaube, Trudensang ist im elitären deutschen Black Metal gerade so ein bisschen der heiße Scheiß. Oder irre ich, Herr Giersberg? Ist so nicht. Die sind schon ein Jahrzehnt im Underground aktiv und haben aber noch nie ein Album gemacht. Das war letztes Jahr soweit. Teufelsritt. Ja, wie er das schreibt. Diese ganze Mundart-Scheiße kotzt mich an. Aber die Mucke ist geil. Das sind ja geil. Das sind diese Bayern, die machen das alle gerne, dieses ganze Umfeld. Aber das siehst du ja auch. Das sind ja alles Musiker, die schon ultra ewig unterwegs sind in diesem ganzen Underground. Und Teufelsritt ist halt ein gutes Album. Dazu kommt es, die haben relativ viel live gespielt und haben auch ordentlich Leute gezogen. Von daher. Sehr, sehr gut besuchte Tour mit Total Hate gefahren. Ich habe nicht ein Bild gesehen von den Konzis, wo du sagst, ja, das ist halt nur so semi gefüllt, sondern auch unter der Woche fette Clubshows, ausverkaufte Konzis. Ja, ist aber auch gut. Was gerade so aus Bayern wieder an neueren Black Metal Bands, die aber zumeist aus Leuten besteht, die schon 20 Jahre in anderen Bands irgendwie aktiv waren, was da an neueren Sachen rauskommt, das hat fast alles bockstark. Ja. Und Trudensang sind da möglicherweise sogar so ein bisschen die
die Spitzenreiter. Hm. Und mal gucken, ja. Ich bin gespannt, wie das live funktionieren wird. Das Album ist geil. Also freue mich. Bleib mal sozusagen mal true wie Sau und analysieren eine Band, die mit Albentiteln glänzt wie Shit Happens, Shit Bees und Shippen Deppels. Die Frage ist, muss... Shippendables. Ah, okay. Ich habe das mehr so in The Chippendales, habe ich das angesehen. Nee, das ist Expendables. Expendables, The Shippendables. Okay, Entschuldigung. Ich entschuldige mich auch diesmal für mein sprachliches Untalent. Die Frage ist, muss man zu guter Lachs noch irgendwas sagen? Die waren bei einer Doku. Stimmt. Auf Arte, oder? Genau, auf Arte. Tracks, sagt einem das was? Ist für die Metaller ja normalerweise nicht so, so klassisch, ist, aber es gibt Tracks, ist eine uralte Musik-Kultur-Doku-Reihe, die, ich weiß nicht in welchem Abstand, aber immer absonderliche und teilweise auch sehr künstlerische Musikformate, die abseits des generellen kommerziellen oder halt breitentauglichen irgendwie stattfindet. Und Guter Lachs war ein Teil dessen. Und das ist schon sehr skurril, wie ich finde. Aber auch nicht unverdient. Die Jungs haben ja auch über die Jahre sicherlich ein glückliches Händchen gehabt mit der Auswahl ihres Images, das ein nicht unbeträchtlicher Teil des Ganzen ist, sind aber auch handwerklich fit, haben drei Alben gemacht, die definitiv das versprechen, was sie, oder das halten, was sie versprechen, und Live-Shows von Guter Lachs funktionieren. Und ja, dann sind sie in diesem Genre, das es ja gibt, in diesem Fun, Porn, Gore und in ihrem Fall halt mehr auf die Fäkal-Spaß-Geschichte, dann sind die definitiv die Speerspitze und der kleinste, also wir nennen sind mal so das kleinste gemeinsame Vielfache, da worauf sich jeder einigt, das finden eigentlich alle, die das mögen, gut. Mhm. Und Guter Lachs Live-Shows sind ja legendärer. Wir sollten aufpassen, dass wir keine Dixies in der Nähe haben. Genau, ansonsten gehen die Kreuzsorgen. Wir bewegen uns dementsprechend von tschechischen Landen mal rüber in die niederländische Nordseeprovinz und werfen einen Blick auf eine Kapelle namens Graceless. Ich habe ehrlicherweise, die sind ja inzwischen bei drei Alben. Als dieses Shadowlands rauskam, war das für mich irgendwie so ein, weiß ich nicht, so richtig vollends überzeugt war ich von der Nummer nicht. Das war halt wieder eine weitere niederländische Band, die irgendwo Death Metal zelebriert, aber für mich erstmal in der Spalte, brauche ich das unbedingt oder kann das vielleicht weg gelandet. Während ich sagen muss, da haben sie mit Where Vultures Know Your Name ordentlich einen draufgesetzt. Dann hatten wir ja wiederum eine Split hier rausgebracht, und zwar Graceless und Revel in Flesh, die ja auch innerhalb von 0, gar nichts komplett vergriffen waren. Ja. Und dann haben sie ja nochmal ein Album nachgeschoben mit Chant from Purgatory, und da haben sie einen Vogel für mich dann final von der Likeability her abgeschossen. Das ist 1A, stampfend, wütend, jetzt auch mit einem fetten Sound versehener Niederland-Walzen-Death-Metal in allerbester Asphyx-Bolt-Thrower-Manier. Ich weiß gar nicht, warum Graceless, also generell seitdem es sie gibt, oder seitdem die eigentlich immer unter diesem Death-Doom-Image firmieren. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
Graceless ist klar eine schleifende, stampfende Death-Metal-Band, aber zu Boldfrau würde auch nie jemand sagen, dass die Death-Doom machen. Nee. Klar, die haben ein Stück weit Boldfrau, die haben viel S-Fix drin, aber die sind halt auch durchaus auch relativ schnell und nach vorne. Doom ist es nicht, wenn dann vielleicht episch und atmosphärisch und Man kann ja erstmal mit Tempo sagen, bevor man direkt Doom sagt. Ja, aber es halt ist auch krass. Oft so in der Medienlandschaft, irgendjemand mit ein bisschen Reichweite sagt sowas, alle anderen hinterfragen es nicht und dann wird das einfach weiter gebrabbelt. Aber diese Doom-Einflüsse höre ich jetzt bei denen noch nicht unbedingt raus. Fakt ist, die Jungs sind gar noch nicht, also in Anbetracht dessen, wie die in den letzten Jahren bei uns und oder halt auch generell im Underground gewachsen sind. Vergisst mal ein bisschen, dass es die erst seit 2016 gibt. Stimmt. Haben in der Zeit halt schon 3 Alben rausgebracht und einige Splits. Und ist eine fantastische Liveband auch. Die spielen viel live und generell alles, was der Frontmann und Gitarrist Remco Kräft anfasst, hat Hand und Fuß. Da hat er auch, ist ja nicht unbedingt, weil er ja einer der wenigen holländischen Szene-Veteran ist, der noch nie bei S-Fix im Line-Up war. Aber zumindest in umliegenden Geschichten, bei Grand Supreme Bloodcourt war er, bei Soulburn ist er immer noch tächtig oder war er. War eine Weile lang Bodyform-Sänger, ist jetzt bei Just Before Dawn noch Sänger nebenher und Nail Gun Massacre. Und das habe ich auch nicht gewusst, das habe ich heute wieder, als ich Metal Archives nochmal nachgeguckt habe. Der war mal bei einer holländischen Death Metal Band, die ich sehr, sehr cool fand. Xenomorph war der 15 Jahre lang Gitarrist von 94 bis 2009, was nämlich auch schon zeigt, dass der Junge nämlich halt auch nicht mehr der Jüngste ist, sondern halt auch schon echt lange auf der schon dabei ist und jetzt final halt das abgreift, was er sich über die Jahre verdient hat. Ja, wirklich, wirklich. Remco, alte Hütte. Yes. Wir sehen uns. Na, dann gehen wir, das stimmt, das ist mit Schizophrenia, das sind unsere beiden jüngsten Bands mit Baujahr 2016. Dann können wir ja mal zu unserer dienstältesten Band auf der Herbstoffensive dieses Jahr übergehen und das, huch! So, das ist jetzt hier das letzte Video, Tobias. Jetzt kommt ja mal ein bisschen schneller, ich laufe. Hör auf mit diesem Geseier, jetzt wird ja mal ein bisschen Gas gegeben, wenn wir über Malevolent Creation reden. Das ist der besagte Glücksgriff gewesen. Und zwar Witchmaster hatten wir ganz regulär gebucht für die Nummer. Und warum auch immer, hat Thomas Rzeczek wahrscheinlich auf seiner Habenseite da irgendwie noch ein paar Kontakte gehabt. Und Malevolent Creation sind an ihn rangetreten. Und jetzt fahren die halt eine Tour zusammen. Unser Booking war eigentlich schon abgeschlossen. Dementsprechend haben wir dann gesagt, ja komm, ey, was soll's, wenn wir einmal die Chance haben, Malevolent Creation in Weimar auftreten zu lassen, dann machen wir das und haben den Samstag von 6 auf 7 Bands dementsprechend erweitert und bringen euch eine weitere Auflockerung in Form der Death Metal Urgesteine aus den USA. Und das Ding ist, mit Malevolent Creation hast du halt so... Selbst wenn du die Namen nicht kennst von The Ten Commandments, von der Stillborn und von der Retribution, hat zumindest jeder mal irgendwie das Cover gesehen, der sich mal so ein Quäntchen mit Death Metal befasst hat. Und das Gute ist, sie können es halt immer noch. Ne? Das 13th Beast hieß das letzte, oder? Doch, das ist das letzte und das Death Metal's Path war das davor. Und da haben sie halt gezeigt, sie können es immer noch. So, und die Frage kam ja auf, wird Mr. Fessiana himself am Start sein oder nicht? Tobias? Of course! Of course it is. Of course he will. Ja, hey, Phil the Thrill is back. Und ja, natürlich ist das wichtig. Es war ja auch nicht so geplant, dass die letzte Tour von Malevolent Creation so stattgefunden hat, wie sie stattgefunden hat. Weil wir dann reden wir nicht drüber. Aber Fakt ist, er ist natürlich zurück, es ist schließlich seine Band und das sollte sich auch nicht ändern. Keine Ahnung, ich habe schlussendlich Bock.
und bin gespannt. Ich glaube, die, was sie da spielen, ach, sollen sie machen. Sie haben so viele geile Songs. Das ist wirklich einfach nur cool. Mann, es ist eine Florida Death Metal Legende. 87, haben 35-jähriges gehabt. Letztes Jahr. Du. Ja. 87, guter Jahrgang. Meine Herren. Damit. Willst du noch was sagen zu Malevolent and Creation, Tobias? Kommt Sven Knüffel noch, um sich Malevolent and Creation anzugucken? Bestimmt, ne? Ich weiß es gar nicht. Der verlässt sein Loch schon für die Band. So. Meinst du? Damit haben wir jetzt noch unsere beiden Headliner übrig und einen Co-Headliner. Dementsprechend besprechen wir erstmal den Co-Headliner. Auch der neue heiße Scheiß im Black Metal. Sehr umtriebig und auch in Europa unterwegs ohne Ende sind Aklys. Aus Denver, Colorado, mit drei Alben im Gepäck. Das ist absolut fieser, böser, schneller, melodischer, gut produzierter Black Metal. Ich finde wirklich wenig Angriffspunkte an der Mucke, muss ich sagen. Nee, so, da ist mehr keine. Oder minder jeder Teilaspekt ist da geil bedient. Ja. Es ist grafisch geil umgesetzt. Die Band präsentiert sich martialisch, ohne übertrieben zu wirken oder irgendwas, und die spielen nicht an jeder Steckdose, aber zumindest an jeder zweiten. So, also wer dieses Jahr dann oder letztes Jahr und dieses Jahr zusammen Aklys dann irgendwie noch nicht gesehen hat, der hat wahrscheinlich unter einem Stein gelebt, ich weiß es nicht. Das, ich weiß nicht, wann die mal nicht auf Tour sind. Hm. Ich weiß auch nicht, wann diese Band wirklich zu einem ernsten Phänomen wurde. Den Punkt habe ich fast ein bisschen verpasst. Ich war auf einen Schlag, standen die da, aber dann standen sie halt auch sofort oben auf dem Flyer. Es ist, ich habe in den letzten 10 Jahren eigentlich nur bei zwei Bands aus dem US-Black-Metal-Bereich wirklich so ein Juche und Raha gehört gehabt. Das sind Aklys und auf der anderen Seite Nightbringer. Was witzigerweise ist, weil diese sehr viele Line-Up-Überschneidungen haben und eigentlich auch fast derselbe Topf sind, aber egal. Aklys ist es ein Stückchen, ich will vorsichtig sagen, erdiger als Nightbringer, die ja komplett im Chaos verordnet sind. Melinoe von 2020, das dritte Album von Aklys, ist ein Meisterwerk. Ohne Frage. Und ich freue mich, dass die Jungs wirklich das so ernst nehmen und auch so viel touren wollen und das angreifen, weil viele dieser wirklich kryptischen überirdischen Black-Metal-Projekte, die sind lieber Studio-Projekte und halten sich mit Shows relativ zurück. Aklys packen das offensichtlich komplett andersrum an und das ist sehr geil. Der Erfolg gibt dir natürlich logischerweise recht, weil du halt wirklich zeigst, okay, du bist als Band aktiv, es ist nicht nur eines dieser vielen mysteriösen Projekte, sondern da steht eine Band, die das macht und machen wird. Ja, absolut fantastisch. Sicherlich für eine Band, die noch nicht so lange dabei ist, krass, dass die schon Co-Headliner sind, aber durchaus verdient. Und ich denke, die sind... Das ist wirklich eine Underground-Nummer, die wird auch in den nächsten 5 Jahren, wenn die noch ein, zwei weitere Alben auf diesem Niveau ausbringen können, wie das letzte Album, ja, dann hat auch jeder verstanden, dass der US-Black Metal wirklich, also mal abgesehen von diesen ganzen Portland- und Cascadian-Geschichten, wirklich noch eine fiese, finstere Aura hat aus Colorado. Das wird funktionieren. Das wird knallen wie Sau. Die sind heiß wie Frittenfett. Eieiei, apropos Frittenfett. Freitags-Headliner. Grave. Nicht die älteste
älteste Band im Line-Up. Das ist schon krass. Sind nicht, genau. Sind nicht die älteste Band im Line-Up. So, da haben wir, dafür haben wir noch mal kurzfristig gesorgt. Die sollten ja ursprünglicherweise letztes Jahr schon auftreten. Dann gab es allerdings gesundheitliche Probleme bei Ola, die darauf zurückzuführen sind, dass der, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Hörsturz war oder irgendwas, er hat auf jeden Fall irgendwas hat er an Löffeln gehabt, das Auftritte mehr oder minder unmöglich machte. Und das betraf ja nicht nur uns, sondern die sollten ja hinterher, glaube ich, eine 2-3, weiß ich nicht wie viel, wöchige Tour spielen, die sie dann komplett abgesagt haben. Haben auch alle anderen Single-Shows da rundherum abgesagt. Und ich weiß nicht, es war irgendein deutsches Festival, das sie spielen sollten dieses Jahr. Und das mussten sie auch wieder absagen, weil die, glaube ich, einen Autounfall hatten oder irgendwas. Oder er hatte einen Autounfall. Dark Easter Metal Meeting. Dark Easter haben die sehr kurzfristig abgesagt. Leider auch in die Röhre geguckt, weil es da mit dem Transport dementsprechend nicht ganz so gut geklappt hat. Aber diesmal wird es klappen. Also alle Daumen sind gedrückt. Sie haben mehrere Shows mittlerweile wieder gespielt. Von daher, es ist nicht ein kompletter Fluch dran. Es gab ja aber die Nachfrage, werden die denn bei euch auftreten? Also natürlich plantechnisch ja, werden sie bei uns auftreten. Letztes Jahr sind ja dann Memoriam kurzfristig da in die Bresche gesprungen. Aber im besten Falle ja, sie werden bei uns auftreten. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich dementsprechend die zweitälteste Band im Line-Up, 88er Schwedenbaujahr. Und auch da muss ich sagen, mit der Out of Respect for the Dead und mit der Endless Procession of Souls beweisen die halt auch nach diversen Dekaden auf diesem Planeten, dass sie es immer noch können. Ja, ohne Frage. Zumal sie live sowieso sich in den letzten 10 Jahren immer auf ihre alten Alben besonnen haben und willig, sehr willig, also sogar inklusive Demo-Songs halt wirklich immer sehr die Oldschool-Maniacs befriedigen wollen. Ist völlig okay, machen sie gern. Wird mit Sicherheit auch wieder so passieren. Ich als Fan wünsche mir wirklich nach all der Zeit, dass endlich mal wieder ein neues Album kommt. Klar, die letzten Jahre waren ja offensichtlich nicht ganz unfallfrei und unproblematisch für die Band. Von daher mal gucken. Aber das letzte Album ist von 2015. Es wird Zeit. So, 3 Minuten haben wir jetzt noch. Und in diesen 3 Minuten pfropfen wir den letzten Headliner für den Samstag. Und das sind keine geringeren als unsere... Es gibt gleich Mittag. Als unsere hauseigenen Darknet Nocturne Slaughter Cult. In Deutschland wird so gesehen nicht mehr viel größer, was Black Metal angeht, als diese Band, die uns bei One Team Records jetzt auch schon seit 3 Alben treu ist. Ja. Und bei denen auch viele gekräht haben, warum spielen die nicht bei der One Team Label Night dieses Jahr? Dafür spielen sie nächstes Jahr auf dem Partisan. Ist das nicht auch was? Und ja, was sollst du bei denen sagen? Unilar ist nicht nur eine der wenigen, nicht nur Frauen im regulären, derben Oldschool Black Metal Bereich, sondern auch noch eine Sängerin. Mit einem krass guten Organ, was das angeht. Die Band sieht auf der Bühne geil aus. Wird ja jetzt inzwischen komplettiert vom Herrn Kögel von Purgatory, der da den Posten am Bass übernommen hat. Und das ist einfach ein stimmiges Bandbild. Das ist eine runde Kapelle. Da gibt es nichts auszusetzen. Ja, also sind seit jeher eine absolute Live-Macht. Sind natürlich mit uns wirklich eng verbunden über die Jahre, logischerweise. Aber international halt auch eine absolute Macht im Black Metal. Die lupenrein Oldschool Black Metal zelebrieren und verfeinern und verbessern. Meiner Meinung nach ist das letzte Album Modern von 2019 auch ihr Meisterwerk. Das ist für eine Band, die es seit 97 gibt und schon so viel veröffentlicht hat, ist das auch meiner Meinung nach extremst ungewöhnlich, dass man zu so einem späten Zeitpunkt noch in der Lage ist, musikalisch so viele Akzente zu setzen. Aber der Weg ist wirklich, also
es wird wirklich so, dass man sagen kann, die Band ändert nichts an ihrem Grundkonzept. Sie sind weiterhin dem Underground so unglaublich verbunden. Aber sie werden musikalisch immer spannender, interessanter und es ist schon sehr beeindruckend. Ja, und Dark Nocturne, Slaughter Cult sind in Manila genauso groß wie in Weimar und die sind überall auf der Welt wirklich die Speerspitze des deutschen Black Metals. Ja, ohne Frage. Und die müssen sich nicht verstecken. Das ist auch eine Band, die sich super zurückhält in ihrer Außendarstellung und da gut zu Gesicht steht. Da sie sehr gut zu Gesicht steht und halt einfach mit Musik und mit der mysteriösen, in dem Fall mysteriösen Aura quasi punktet, die Band wirklich umgibt. Da ist nichts gestellt. Die Band ist wirklich das, was nach außen soll. So, das ist der Timer zum Mittag, Tobias. Hat auch geklappt. Ich bedanke mich auch für dieses schöne Video-Interview mit Ihnen. Wir sehen uns in Weimar. Stopp. Oh, geil. Kannst du nicht so einfach machen. Doch. So, für all die Leute, die sich entscheiden, okay, vielleicht ist eine coole Partisan-Veranstaltung, wir haben das länger nicht gemacht, das wäre vielleicht ein guter Grund, mal vorbeizukommen. Die Herbstoffensive findet, wie gesagt, im Uhrwerk statt, Freitag, Samstag. Was nicht funktioniert, wir haben eine Geschichte Ende September und es befindet sich in der relativen Innenstadt von Weimar. Es ist nicht die Möglichkeit. Wir haben keinen Zeltplatz. Ihr könnt nicht zelten. Ihr müsst euch eine Unterkunft suchen. Oder im Auto pennen. Oder im Auto pennen. Das ist an dem Platz. Es ist nicht oder so, im dass Vorgarten wir, von irgendjemand. Ja, es ist nicht unbedingt so, dass wir uns das wünschen und wir schlagen es auch nicht vor. Aber erfahrungsgemäß haben es ein paar gemacht und es war auch nicht problematisch. Es gibt natürlich bei uns im Shop noch Tickets für das Wochenende, aber eben auch für Freitag und Samstag getrennt. Ihr müsst nicht beide Tage kommen, aber ihr seid natürlich gerne willkommen. Wir freuen uns, das Partisan, wie ihr wisst, die Crew ist am Start und wir freuen uns auf euch. Und das wird, glaube ich, ein schönes, kleines Partisan, so wie wir es uns vorstellen und wünschen. Sehen uns in ein paar Wochen, verdammt. Das ist schon fast. So. Jetzt hast du mein schönes Schlusswort kaputt gemacht. Ach du warst schon aufgestanden. Ich dachte, du wolltest ein extra nicht mehr sagen. Du hast dich verabschiedet und alles. Ja, dementsprechend. Viel Spaß mit Tobias Giersberg. Ciao. Was? Mach dein Ding. Schön. Einfach schön. Du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch.